bei Gartencenter Dena. Ist mein Zweitlieblingsladen und hier ist das Sortiment begrenzter im Vergleich zu dem Bauhaus, wobei im Sommer in der Peak-Saison ist natürlich der komplette Dena voll mit Hotdings in allerlei Sachen und da ist die Auswahl teilweise größer. Hier bei den Bauernhortensien gehen wir gleich durch. Wir haben eine rosa Hortensie, eine rote, eine blaue, die vollgefüllten Bauernhortensien. Und dann haben wir noch Tellerhortensien in rosé, in blau und in weiß. Wenn man so sich das Ganze anschaut, könnte man sagen, wow, super, genau von allem, von den Farben, von den Arten drei Stück, normale Bauernhortensie, drei Tellerhortensie, zu den Rispenhortensie komme ich dann später nochmal. Genau das richtige Sortiment, nicht zu viel, nicht zu wenig und deckt sich alles ab. Aber, und jetzt kommen wir zu meinem, diesen großen Aber. Diese Hortensien sind bestimmt winterfest. Ich sehe es schon an den Hortensien selbst. Ich habe zwar jetzt nicht... steht sogar winterhart, ja. Die Hortensien kann man sich kaufen und man kann sich daran erfreuen. In diesem Jahr werden die bestimmt blühen, weil die oberen Knospen alle angelegt sind. Das ist schön. Aber diese Hortensien gehören zu keiner extra Züchtung. Ich meine, die Häuser, die dafür bekannt sind, diese Macrophyllas zu züchten und die remontanten Sorten hervorzubringen. Es gibt mit Sicherheit auch andere Häuser, die das machen. Bei den bekannten Häusern, man weiß doch, was man hat. Zum Beispiel, ich habe ja euch gesagt, dass man diese Macrophylla-Leistung feststellen kann bei den Hortensien schon bereits beim Kauf. Und zwar, schaut mal, es gibt ja hier Trieb, das im letzten Jahr schon war. Und die Knospe ist aufgewacht und hat weiter den Wachstum gemacht. Die Spitze ist gewachsen, es ist ein junger Trieb entstanden an der Spitze. Und hier oben wird dann blühen. Und es gibt solche Situationen, dass der Trieb, so wie hier, wie es aussieht, vom Boden kommt. Ja? Vom Boden kann nichts kommen. Die Hortensien können nur dann von den Boden, sogenannten Bodenknospen, was rauslassen, wenn die Hortensie tiefer gesetzt wurde mit der Zeit. Und da unten an solchen verholzten Trieben eine schlafende Knospe war. Die wacht dann auf. Und das geschieht bei uns in den Gärten, dass immer wieder die Erde dazu kommt, Milch dazu kommt und die Hortensie wird aufgefüllt. Dadurch, wenn oben irgendwas passiert, können diese schlafenden Knospen aufwachen. Und jetzt schaut mal, jetzt blühen die nicht. Jetzt kann man das noch nicht feststellen. Aber wenn die mal blühen sollen, dann kann man das feststellen. Und zwar an einem Holztrieb mit auch grünem Trieblein wird hier eine Blume sein. Das ist der normale Zustand, normale Blütearte der Hortensie. Und dann bei diesen remontanten Sorten, Knospe, die unten ist, die nicht hier sich an dem verholzten Trieb befunden hat. Wenn die Knospe wächst von unten, vom sogenannten Boden und dann mit der Blume endet, diese Hortensie könnt ihr euch kaufen und die ist zu 99% eine remontante Sorte. Sprich, auch wenn oben bei euch was geschieht im Winter, auch wenn aus irgendwelchen Gründen hier oben nichts mehr geben sollte, und ihr werdet das alles wegschneiden, werdet ihr auf jeden Fall noch eine zweite Blütezeit bekommen. Das sind die neuen Züchtungen.
Diese Hortensien hier, die haben keinen Namen. Ich kann nicht sagen, welche es sind, zu welchem Haus die gehören. Es steht einfach nur, wenn man gut gucken kann, Rose, Rot und Blau. Das gleiche Spiel haben wir auch hier bei den Tellerhortensien. Zum Beispiel Endless Summer. Da gibt es viele verschiedene Sorten. Es gibt You and Me Kollektion. Es gibt viele verschiedene Sorten. Es gibt Magical Kollektion. Viele verschiedene Sorten. Es gibt Musel Kollektion. Es gibt viele verschiedene Sorten. Da könnt ihr euch sicher sein, diese Hortensien sind wirklich top. Die werden 2-3 Jährchen im Garten sich quälen nach dem ersten Kauf und nach der ersten Blütenzeit. 2-3 Jährchen werden sich dann adoptieren und ab dann habt ihr eine wunderbare Hortensie. Hier würde ich sagen, ihr könnt kaufen. Seid aber vorsichtig, weil gerade, wie gesagt, in dem Zustand, wo die noch nicht blühen, kann man gar nicht sagen, ob dieser Trieb, ob dieser neue Trieb, der da vom Boden kommt, in dieser Saison nicht wächst, ausreift, eine Knospe anlegt und im Prinzip schlafend in den Winter kommt und erst nächstes Jahr an diesem Trieb dann die Blüte kommt. Das ist schwierig, weil, wie gesagt, wenn irgendwas geschieht mit eurer Hortensie, habt ihr dann Problem, dass sie nicht blüht. Falsch geschnitten, rückkehrende Kälte, Nachbarshund drüber gelaufen, ich weiß nicht, irgendwas. Ne? Dann habt ihr keine Blütezeit, wenn es eine nicht remontante Sorte ist. Nochmal, Holztrieb, Knospe ist aufgewacht, Stiel ist weiter gewachsen und hier wird eine Blume geben. Holztrieb und Spitze, das ist vom letzten Jahr, das ist schon verholzt. Neuer Trieb, ein junger Trieb, das vom Boden auskommt, nicht hier noch an der Knospe aufwacht, sondern der von dem Boden rauskommt. Wenn der blühen sollte, dann habt ihr eine remontante Sorte. Und zu den Preisen, die hier kosten 13 Euro, alle Bauernhortensien, und die sind, ja, die sind auf jeden Fall 2 Jahre alt. Die Bauernhortensien beim Bauhaus waren auch 2 Jahre alt. Was man bei Hortensien noch sich von vornherein klar machen soll, kaufe ich die als ein Geschenk anstatt von den Schnittblumen oder möchte ich die tatsächlich als eine separate Kultur im Garten bei mir über die Jahrzehnte haben? Wir haben zum Beispiel jetzt zu dem Weltfrauentag, später dann auch zum Muttertag, ganz viele Hortensien, die so uns angeboten werden, im kleinen Töpfchen. Wir haben hier Hortensien, 9 Euro. Manchmal kosten die dann 6 oder 7 Euro, also auch schon größere Stückchen dann. Bei diesen Hortensien ist es wirklich so auch gedacht, dass die als Ersatz von Schnittblumen irgendwie als Geschenk kommen. Nur bitte achte drauf, eine Hortensie darf man nicht zu Hause haben, also nicht im Haus drin. Hortensien vertragen keine Luft, die bei uns in allen Häusern gibt. Höchstens ihr habt ein Gewächshaus, das extra Belüftung hat, Temperatur geregelt wird und eine Befeuchtung stattfindet. Ansonsten werden die Blätter trocken, die wickeln sich dann ein und die Hortensien bekommen meistens dann auch Blattläuse. Die Hortensien sind wunderschön. Schaut mal, für so viele schöne Farben. Ihr könnt so eine Hortensie kaufen, ihr könnt diese Hortensie jemandem schenken, aber dann bitte auch sagen, wenn die dann Tag 2 zu Hause gestanden ist auf dem Tisch und man ein bisschen sich daran erfreut hat, sollte man die spätestens dann vielleicht nach den paar Tagen in den Kübel umpflanzen. Bei so einer kleinen Pflanze benötigt es auch keinen großen Kübel. Man kann ja auch extra schon mal Blumenkübel kaufen. Blumentopf, hier braucht man nur ein Töpfchen. Ne? Und dass der Beschenkte die dann umpflanzt,
und rausstellt nach draußen. Die kann ja irgendwo im Eingangsbereich stehen, aber draußen. Halbschattig, schattig, halbschattig ist am besten. Schattig ist auch schwierig. Hier gibt es noch etwas größere Varianten mit dem gleichen Spiel. Hortensie, 18 Euro. Schaut mal und überlegt euch, wohin möchtet ihr sie haben, wofür. Wenn ihr die einfach nur verschenkt, ist das eine Sache. Wenn ihr die dann auch für sich haben wollt, die dann euch jahrelang, Jahrzehnte im Garten erfreut, dann überlegt euch mal und macht euch die passenden Rückschlüsse, damit ihr lange Zeit sich über die Hortensie freut. Was nach der Überwinterung geschieht, kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich wird sie dann nicht mehr blühen. Abonniert mich, drückt die Daumen hoch und bis zum nächsten Mal.